seinerzeit ganz konkret einen Prozess in Russland beleuchtet, einen Trotzkistenprozess, wo einer der Angeklagten Aussagen gemacht hat, wo er ganz konkret Angaben machte, dass es Gruppen gäbe am Rande der Regierungen, am Rande der Gesellschaft, am Rande der Religionen, die sehr starken Einfluss hätten und die den Zweiten wie den Ersten Weltkrieg beeinflussen würden. Das hatte mich ja deswegen gewundert, weil es 1938, 37 war. Also lange Zeit noch, oder ein Stück weit Zeit bis zum Zweiten Weltkrieg. Und dieser Mann machte sehr konkrete Angaben, er war sehr prominent. Er musste eigentlich wissen, wovon er redete. Das war Karl Radek, Lenins Beauftragter für Mitteleuropa während der 20er Jahre. Und er sagte, es gäbe ein Geheimnis in der Politik, die sich mit diesen Gruppen stark verbündet hätten, verbunden hätten. Und dieses Geheimnis wäre in den 20er Jahren in der Hand von Lenin gewesen. Und so bin ich dann zurückgegangen zu Lenin, habe geschaut, was hat Lenin im Grunde eigentlich damit zu tun gehabt. Und Lenin machte Aussagen zur Freimaurerei unmittelbar, bevor er in Agonie gefallen ist und aus der Politik ausschied. Und diese Aussagen bezogen sich ganz konkret zu der Genese, zu der Entstehung des Ersten Weltkriegs. Lenin sagte, diese Gruppen hätten hinter der Auslösung des Ersten Weltkriegs gestanden. Und so bin ich dann nach 1914 gegangen und habe mir angeschaut, wie kam es zum Attentat von Sarajevo. Und die Attentäter von Sarajevo waren allesamt oder fast allesamt Freimaurer, bekannten sich auch im Prozess von Sarajevo, als sie vor Gericht gestellt wurden, zu ihren Taten und sagten, wir waren Freimaurer. Als Freimaurer haben wir gehandelt. Der Thronfolger von Österreich, den wir ermordet haben, war in der Loge zum Tode verurteilt. Das grundlegend Wichtigste war für mich, dass es neben der von uns als reelle, säkuläre Politik begriffenen Handlung eine zweite gibt, die sehr stark ins Religiöse zielt. Also ich glaube, es gibt, heute spricht man viel von fundamentalistischen Kreisen, gerade mit Blick auf den Islam, von Gruppen, die sehr stark in die Vergangenheit zielen. Neben diesen Gruppen gibt es aber auch messianistische Kreise, die in die Zukunft zielen. Das sind Leute, die sehr stark mit der Apokalypse und mit der Prophetie der Bibel verbunden sind. Und ich glaube, dass diese Gruppen sehr, sehr starken Einfluss auf die Politik haben. Ein Einfluss, der bislang nie beleuchtet worden ist. Für mich beginnt die okkulte Reise in die Politik etwa im Jahr 1492, 93, 94. Das war die Zeit, als das Judentum aus Spanien vertrieben wurde. Im okkulten Judentum oder im kabbalistischen Judentum, im Judentum, was sich sehr stark mit apokalyptischen Fragen auseinandersetzt, mit geheimen, verschlüsselten Botschaften der Bibel, gibt es eine Geheimlehre, die sich Kabbala nennt. Und diese Geheimlehre vermittelt dem Studenten eine zweite Botschaft, die unter der für uns wahrnehmbaren, realen oder erstrangigen Bibelbotschaft steht. Man kann durch Verschlüsselungssysteme und Entschlüsselungssysteme aus der Bibel heraus eine zweite Realität wahrnehmen. Nachrichten, Prophezeiungen. Diese Menschen beschäftigen sich da ganz konkret mit. Und diese Kreise haben bis zu diesem Zeitpunkt die Bibelnachrichten, die sie wahrgenommen haben, innerlich versucht zu bewältigen. Es war eine kontemplative Kabbala. Sie haben also versucht, die Nachrichten, die dort von Gott an sie gegangen sind oder die sie vermeinten, dass sie von Gott kennen, innerlich zu bewältigen. Ab 1492, als die Juden aus Spanien vertrieben wurden, wurde das alles anders. In dem Moment war das für die Juden ein apokalyptisches Geschehen. Und die Kabbala wurde von einem kontemplativen Auftrag zu einem aktiv-politischen verkehrt. In dem Moment hat das Judentum oder das okkulte Judentum, das kabbalistische Judentum, vermeint, einen Auftrag zu haben, die Prophetien, die sie in der Bibel gelesen haben, in die Tat umzusetzen. Es gibt einen sehr interessanten Fakt, wenn man sich die kabbalistischen Kreise des Judentums anschaut.
im Mainstream-Judentum ist die Lehre vom Messias bekannt. Das Judentum wartet auf seinen Erlöser. Das Christentum hat ihn in der Person Jesu Christi erlebt. Das Judentum wartet noch auf diesen Erlöser. Der Punkt ist, dass das Mainstream-Judentum eigentlich nur einen Erlöser kennt. Der kommt am Ende der Zeiten, nachdem Gott vom Himmel herab die ganzen Prophetien, die sich mit der Bibel verbinden, in die Tat umgesetzt hat. Erst dann ist die Zeit reif für die Erlösung. Das kabbalistische Judentum, das okkulte Judentum, kennt eine andere Lehre. Und die heißt, es gibt zwei Messiasse. Einen Messias ben David und einen Messias ben Josef. Der Messias ben Josef ist der Vorbereiter, der hier auf Erden beauftragt ist, alle Prophetien in die politische Tat umzusetzen. Erst wenn er diese Aufgabe bewältigt hat, kommt der Messias ben David. Wir wissen, dass die Prophetien der Bibel sich mit Pestilenz, Krieg, Blutvergießen verbinden. Das sind allesamt negativ. Gerade die Prophetien, die sich mit dem Ende der Zeiten verknüpfen. Die Okkultkreise im Judentum, von denen ich spreche, begreifen diesen Prozess, diesen endzeitlich-messianischen Prozess, wenn die Erde in Blut und Tränen aufbricht, als eine Art Kreissaal, wo eine Geburt stattfindet. Der Messias, Ben David, kommt dann, wenn die Erde blutet. Das Gefährliche an dieser Position ist, dass diese Kreise zugleich vermeinen, dass sie selber den Auftrag haben, die Prophetien der Bibel in die Tat umzusetzen. Sie halten sich selbst für den Messias Ben Josef. Eine einzige bestimmte Sekte aus diesem Sektenkonglomerat, das ist ein großes Netzwerk, die Lubavitcher Sekte, auch Chabad genannt, ist so stark, dass sie über Milliarden Dollarsummen pro Jahr zu ihrer Verfügbarkeit verfügt, dass sie jederzeit Zugang zu den Herrschaftshäusern Europas, Amerikas, Russlands hat und dass sie immensen Einfluss in Israel haben. Durch Israel vermag es wiederum dieser Kreis, über Lobbys auf Amerika zu wirken. Erstens. Zweitens, neben diesen Okkultkreisen, die als Oberbegriff Chassidim genannt werden, gibt es in jeder einzelnen Religion verwandte Sekten, die exakt das Gleiche wollen, die sich ebenfalls messianistisch ausrichten, die ebenfalls überzeugt sind, dass es ihnen aufgetragen ist, die Weltgeschichte nach biblischer Vorgabe zu gestalten, um dann eine messianische Gestalt in Erscheinung treten zu lassen.